Hallo ihr Lieben, hier ist Nathalie, etwas verspätet mal wieder für die Woche, jetzt sind wir wieder am Wochenanfang gelandet, mit euren Wochenkarten vom 30.06. bis zum 6.07. gibt es einen kleinen Zahlendreher. Ich habe jetzt heute mal wieder seit langer, langer Zeit die Einhörner gewählt für das Wochenreading für euch. Und da kamen drei interessante Karten. Also zum einen war so die Überschrift für die Woche Familienkultur. Sie sagen, informiere dich über deine Familie und ihre Geschichten. Was da jetzt ganz spontan kommt, ist, dass im Augenblick Themen ja, dran sind, die effektiv aus unserer sogenannten Vergangenheit kommen, die wir vielleicht auch aus unserer Kindheit schon mitgebracht haben und die ganz gerne in der Ahnenreihe von Mutter oder Vater, Verwandten, Ahnen eben übernommen wird von uns oder wurde. Und das zeigt sich ganz gerne im Augenblick. Sie sagen, es ist wichtig, dass wir da einfach mal gucken, was sich da in unserer Ahnenreihe so an Geschichtchen ereignet hat, was da so los war. Und für uns ist es gerade jetzt mal wichtig, zu sehen, wie es in welcher Form sich das für uns wiederholt. Denn wir neigen ganz gern dazu, auf unbewusster Ebene Themen zu übernehmen von eben diesen Familienangehörigen und Ahnen und wissen das nicht wirklich, haben das also sozusagen im Gepäck. Und wenn man dann mal betrachtet, das geht circa bis 6 Generationen zurück, was sich da an Ähnlichkeiten ereignet in der Ahnenreihe, dann wird uns oft im Nachhinein klar, aha, das ist im Prinzip so wie bei meiner Mutter oder bei meiner Großmutter oder bei meiner Urgroßmutter. Da haben sich die Sachen schon abgespielt und jetzt erlebe ich das auf etwas, auf ein bisschen andere Weise vielleicht gleich wieder. Und da ist es mal interessant hinzugucken und zu sehen, was da für Gedanken und Gefühlsmuster dahinter stecken, was da für Themen dahinter stecken und wie man das bei sich sozusagen entdecken kann. Und in dem Moment, wo ihr es entdeckt, könnt ihr auch ganz bewusst vornehmen, eine Umpolung eurer Gedanken beziehungsweise ein verändertes Denken bezüglich bestimmter Themen. Ihr sollt einfach mal hingucken und einfach mal sehen, was sich da für euch im ja, Vergleich mit euren Ahnen auch in eurem jetzigen Leben so alles tut. Normalerweise sagen sie, ist es nicht wichtig, dass ihr da in der Vergangenheit rumkramt und da ewig drin rumbohrt und Sachen, alte Sachen wieder hochzieht und meint, ihr müsst irgendwas in der Vergangenheit regeln, um jetzt irgendwie gut leben zu können. Dem ist so nicht. Ihr sollt lediglich mal gucken, damit ihr einfach auf euer Gedankenkonstrukt und auf eure Empfindungen und Emotionen aufmerksam werdet. Und wenn ihr einfach wirklich mal zurückguckt, dann könnt ihr da wirklich so Themen entdecken, die euch dadurch dann eben für euch jetzt, für eure Themen jetzt klar werden. Deshalb mal kurz zurückschauen, einfach mal kurz abgleichen und sehen, was sich da tut. Das wird sehr, sehr hilfreich für euch sein, weil ihr dann wieder auf neue Themen kommt, die euch vielleicht schon lange im Griff haben, schon lange piesacken und ihr habt es vielleicht noch gar nicht gemerkt, dass dies oder das oder jenes ein Thema ist, das euch nicht so gut tut. Also, da gibt es wieder was zu entdecken für euch. Wie schön. Und dann als nächstes kommt die Karte, es lohnt sich zu warten. Sie sagen, deine Geduld wird belohnt. Also, in dem, was auf euch zukommt, die Karte kommt immer dann bezüglich dessen, was auf euch zukommt, wenn ihr das vielleicht noch nicht ganz gecheckt habt, dass da was auf euch zukommt, beziehungsweise dass sich das schon im Hintergrund arrangiert, ohne dass ihr das wisst. Dem ist genau so. Also für euch werden Dinge vorbereitet, die euch noch nicht ganz klar sind, beziehungsweise die ihr noch nicht wirklich sehen könnt, aber sie sagen euch, ihr dürft euch wirklich freuen und dürft wirklich einfach im Hier und Jetzt euch über eure momentane Situation freuen, über die Dinge, die schon gut laufen
Und ihr dürft einfach in Form von einer gewissen Geduld, die dadurch erwächst, dass ihr euch jetzt um den momentanen Moment kümmert und nicht um das, was ihr zu erreichen sucht, sondern dass ihr einfach euch wirklich gedanklich hier und jetzt, ich soll es nochmal sagen, aufhaltet und eure Gedanken da nicht ständig nur dahin schweifen lasst, wo das, was ihr wollt, noch nicht da ist. Das kommt dann, da kommt es dann zu einer gewissen Ungeduld. Und Ungeduld wird wiederum nach sich ziehen, dass ihr euch dessen, dass ihr das, was ihr haben wollt, noch nicht erreicht habt, dass ihr euch dessen eben besonders klar werdet, was dann wiederum eine Schwingung bei euch hervorruft, die dem Universum sagt, okay, Mist, ich bin hier, das, was ich will, ist dort, in der Zukunft irgendwo. Und ja, und das ist nicht genau hier und jetzt und eins, sondern ich muss darauf warten, wie furchtbar, und dann wird euch das Gesetz der Anziehung genau dieses bringen, dass ihr warten müsst und dass ihr einfach das, was ihr wollt, immer mehr wegschiebt, durch dieses Bewusstsein, dass ihr einfach wirklich sagt, okay, ich bin hier und das, was ich will, ist woanders. Wenn ihr euch mit dem jetzigen Moment beschäftigt, dann ist es wunderbar, weil ihr habt einfach dieses Bewusstsein nicht, dass ihr das, was ihr wollt, noch nicht erreicht habt, sondern ihr seid erstmal zufrieden und glücklich mit dem jetzigen Moment und dadurch zieht ihr das, was ihr als nächstes wollt, ganz, ganz schnell an. Also, das ist der Trick mit dieser Geduld. Und sie sagen wirklich, es lohnt sich zu warten. Ihr habt jetzt, müsst jetzt nicht schnell schießen und alles sofort hier und jetzt und sofort erreichen, sondern das, was ihr abwarten könnt und das, was ihr einfach ganz entspannt auf euch zugehen lassen könnt. Das ist noch viel besser als das, was ihr jetzt irgendwie rausschlagen würdet, wenn ihr jetzt in Aktion treten würdet. Also seid da einfach ganz happy damit, dass das Gesetz der Anziehung die Arbeit für euch macht und dass ihr das nicht selber machen müsst. Das soll ich euch hiermit ausrichten. Und was ganz wunderbar jetzt noch ist fürs Ende der Woche, glaube an dich, die Karte sagt, du wirst alles erreichen, was du dir vorstellst. Was die Karte natürlich dann wieder sagen soll, ist, dass ihr euch bitte die Mühe machen dürft, euch vorzustellen, dass ihr das, was ihr wollt, auch schon erlebt, dass ihr euch quasi von der Schwingung her so angleicht, dass ihr das Gefühl jetzt schon habt, ihr erlebt das jetzt schon. Denn vorstellen dürft und könnt ihr euch absolut alles, was ihr wollt, egal wo ihr seid, egal was ihr von dem, was ihr wollt, schon erreicht habt oder nicht, es ist vollkommen unrelevant. Wichtig ist, dass ihr quasi euch die Gedanken einfach jetzt schon mal zulasst und dass ihr sagt, okay, mich kann niemand davon abhalten und mir kann auch niemand verbieten, dass ich mir das jetzt schon so ausmale und vorstelle und das einfach nur so just for fun. Nicht, weil ihr jetzt krampfhaft damit irgendwas erreichen wollt, indem ihr euch was vorstellt, sondern ihr macht das, was euch Spaß macht. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger, eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Ihr macht das bitte, weil es euch Spaß macht. Dann zieht ihr die Sachen an, die ihr wollt. Wenn ihr was tut, um krampfhaft was zu erreichen, dann sendet ihr das genauso auch aus und dann wird euch das Gesetz der Anziehung das leider auch nicht so bringen, wie ihr das wollt. Also, das soll ich euch sehr ans Herz legen. Stellt euch die Dinge vor, die ihr wollt, weil ihr euch einfach nur gut fühlt dadurch und weil es in dieser Sekunde im Hier und Jetzt sich einfach nur ganz, ganz toll anfühlt. Und dann kommt ihr sehr, sehr, sehr viel weiter. Dabei wünsche ich euch jetzt ganz, 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 ganz viel Spaß und viel Erfolg. Wer ein persönliches Reading von mir buchen möchte, der sieht den Link dazu unten unter dem Video. Ich freue mich sehr. Und ja, und ich freue mich natürlich wieder auf euch. Bis dann. Tschüss.